So, ja, so, wir kommen hier beim Spiel Entlistet. Enlisted. So, bin ich 6, so live angezockt. Ja, kam im Oktober oder September sogar. Also als Gratisspiel raus, einfach so. Also, was heißt, in Österreich, in Amerika und Asien ist es gratis. Hier in Deutschland bezahlt man 1 Euro, weil es im Paket ist. Keine Ahnung, eigentlich müsste auch hier auch free sein, aber naja, dann gibt es halt die Version aus Österreich, egal. Habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich da auch nachguckt. So, egal, ja, Ego-Shooter sah ganz cool aus, 26 GB. So, richtig, was man hier genau machen kann, weiß ich noch nicht so richtig genau. So, was kann man hier holen? Ja, hier, was die Alliierten, ja, oder Achsenmächte, also Nazis oder was. Naja, in jedem Land gibt es Nazis, Ami-Nazis. Egal, Asien-Nazis, überall kann es Nazis geben. Na egal. So, ja, hier Verbesserungen, Logistik, Waffen, kann man nachgucken. So, also ja, man kann ja Panzer haben, Flugzeuge, also quasi Battlefield so ungefähr. Sieht aber nicht so cool aus wie Battlefield nach der Grafik. Naja, ja, so fangen wir einfach mal hier an. Kann man auch hier anfangen, wo ist das hier? Ja, macht das Start können. Also, machen wir mal Start. So. Ah ja, wie gesagt, das hier, nicht wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, Spiel ist gratis. Irgendwann kommt noch ein Update und da wird das noch vervollständigt. Jetzt kann man quasi hier Kampagne machen und gibt 2 Levels zur Auswahl. Und die probiere ich einfach mal. Und jetzt habe ich natürlich D-Day. Ist klar, da werde ich gut verkacken. Kennt man ja wie von mir davon, das ist auch schwer. Ja, auf jeden Fall gibt es ja 2 Levels, die kann man jetzt schon spielen. Von 4. Die werden noch angezeigt, die anderen 2. Aber die kommen dann später erst mit dem Update. Oder vielleicht müssen wir dafür Geld bezahlen, keine Ahnung. Und dann ist das Spiel quasi vollständig. So, jetzt ist das hier quasi Kampagne. Was heißt Kampagne? Ja, man muss hier so Missionsziele jetzt hier erfüllen. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob das hier jetzt hier die ganzen Leute sind das jetzt einfach so Freunde, also Online-Freunde oder sind das computergesteuerte Gegner? Ich weiß bis heute noch nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Online-Leute. Sind so gut, sie müssen sich schon nicht anmelden. Naja, wie sieht man das auf der Karte? Halt hier, die Blauen sind meine Leute, ich kann schon weiterlaufen, cool wie bei Doom weiterlaufen. Und ich habe noch nicht gepackt, einen zu schießen. Höchstens hier mit so einem. Ja, steig ich mal hier rein, damit man sieht, wie das aussieht. Wenn man mal. Was ist denn hier? Die Waffe aufstellen. L2 plus was? Wie aufstellen? Lass schon mal die Sachen ausprobieren, verdammt Scheiße. Ich will hier mit dem Ding fahren. Da geht nicht. Was ist denn überhaupt? Was ist denn überhaupt? Keine Ahnung. Naja. Ja. Also auf jeden Fall, man kann auch mit Fahrzeugen hier rumfahren. Ich war schon mal im Panzer drin. Normal kann man sich schnell auch, glaube ich, raussuchen, wo man hinkommt im Level. Denke ich mir mal. So, alle, wo jetzt hier so ein, Scheiß laut. Alle, wo hier so ein Dreieck am Kopf haben, das sind quasi jetzt meine Verbündeten. Oder hat kein Dreieck. Oder ja, keine Ahnung, ich kann keinen, weiß ich nicht. So, jetzt kann ich noch hier rumkriechen, also ich kann mich noch heilen. Oder irgendeiner heilt mich mal. Naja, oder auch nicht. Ja, dann nicht. Gut, naja, ich würde mal gerne mal hier in einem Fahrzeug drin hocken. Aber, naja. Habe ich aber hier auch eben komisch angefangen bei D-Day. Normalerweise fängt man ja unten an der Küste an. Da, ja, wo immer die Küste ist. Und da kennt man, da wird man nur beschossen. So, jetzt ist man hier schon weiter, keine Ahnung warum. Was ich wahrscheinlich mittendrin im Spiel gestartet habe. Okay, renn ich mal hier rum. So, von der Grafik her, obwohl 26 GB, man kann 2 Levels zum Tier spielen. Sieht, na, so gut gerade auch nicht aus, aber naja. Mach schon hier, nur Scheiße bauen, naja. So, ich weiß gar nicht, wie lange das hier geht. Ah, Steuerung. Das soll man vielleicht auch mal wissen.
Bring halt Waffe, Granate, ja gut, er ist kein nächster Granatentyp. Aber bevor ich hier noch weiter rumlaufe, dann ja. Sind ja Gegner, ja, ist er verschwommen, aber schlechte Augen, wir sind ja. Was ist hier für eine Kackwaffe? Der ist mir mal schon einen abgekillt. Yeah! Ich hab einen abgeknallt, ist mir mal cool, mehr. Leck Massenmörder-Style, cool. Der schlitzt keinen mehr auf. Okay, dann nicht gut. Na, auf jeden Fall mal cool. Man kann mal zwei Welten spielen halt. Ja, wie gesagt, man kann am Panzer hocken, dann mit drei Leuten. Der eine ist am Kanonenrohr, der andere guckt durch so ein Fenster, der andere ist oben oder so. Und ja, natürlich, wenn man einen Panzer innen drin hockt, kann man nicht wie bei anderen Spielen, sieht man aus der Vogelperspektive, wo man hinfährt. Ne, da guckt man nur so ein Kackloch und kann gucken, ja, wo man hinfährt. Man hat auch gar nichts, weiß ich nicht, ein Feind. Ja, den würde ich gerne, ja. Ah, kriegst du eine Granate oder was? Aber ist es hier? Da. Na. Bringt die überhaupt was hier? Zu spät, wenn ich schon kaputt bin, toll. Jetzt hat mir so eine gewisse Zeit, wenn man kaputt geht. Kann ich entweder in der Zeit heilen, falls das klappt. Oder wenn nicht, ach gut, hat geklappt. Und wenn nicht, halt ein Verbündeter ein. Hat man eben schon gesehen, 30 Stück waren vor mir. Keiner hat mir geholfen. Wenn man sich auf die verlässt, ist man verlassen. So, ah ja. It's harder to get a real friend than an enemy. So. Schwer, einen richtigen Freund zu finden als Feinde. So. Naja, also jetzt kann man hier auf den. Kann man hier auch sehen. Ich müsste eigentlich hier bei das rote Ding hier hin. Tja, die ganze Zeit hier falsch gelaufen. So, und das halt einnehmen oder keine Ahnung. Gegner kaputt machen, keine Ahnung. Wenn man mal dazu kommt. So, was kann man sonst machen? L1, R1. Man kann mir hier einen Trupp wechseln oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht hätte ich doch mal andere Leute oder weiß nicht was. Ja, wahrscheinlich sind die auch an einer anderen Stelle. Ist mir egal, was, die ist nicht kampfbereit. Na gut, aber Sniper. Ja, Luft anhalten, genug. Kennt man ja von Metal Gear Solid halt. Muss man halt erstmal machen. Erste Spiel, wo ich weiß, dass man machen musste, die Luft anhalten, wenn man Sniper hat. Feuer. Ganz Bildschirm vor ihm, der Waff. Ja. Ja, rennt man hier wieder rum wie Falschgeld. Was kann man auch zoomen, ne, oder? Die Feind markieren. Na, ja, kann man ihn noch zu Befehlen noch geben? Oh, sein Freund, Feind. Oh. Naja, kriechen kann man noch in die Schlangentaktik. Naja. Ja, jetzt haben wir natürlich den falschen Trupp geholt. Jetzt bin ich viel weiter weg. Klasse, wer die Supengo darüber ist. Na, wenn ich habe schon mal zwei abgeknallt. Jetzt habe ich sonst unnötig hingekriegt. Na, erst das zweite Mal das Spiel, deswegen, aber was soll's. So, dann kriegt man später noch Erfahrungspunkte und so weiter. Wie gesagt, man kann jetzt nur hier die zwei Level spielen, also hier D-Day und dann gleich noch, ja, keine Ahnung, was, irgendeinen anderen Level halt. Und die anderen, die kommen dann mit einem Update, entweder kostenlos oder man muss wahrscheinlich bloß ein E-Geld dafür bezahlen. Ah, wenigstens bleiben Leichen liegen. Könnte man auch die Waffen klauen, ne, oder? Na, was ist hier? Ah. Macht der da. Die Spinnen reinschießen. Okay. Nazis. Nazis, scheiß Nazis. Dreh Nazis, Nazis, Nazischweine. Nazis. 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 Oh cool, kann man hier noch hier ein Geschütz dran gehen? Cool. So, man hat eh nur zwei Waffen. Cool. Habe ich hier einen coolen Grund, das hat ein Maschinengewehr. Und ein Maschinengewehr und ein Sniper, ja.
Gut, keine Pistole. Cool. Ui. Wollte ich nicht? So, ah ja. Sind ja Gegner. Ja, viel kann man hier nicht bewegen. Na schade, dass hier kein Wolfenstein ist, sonst könnten wir uns abmontieren und mitholen. Ist eh der beste Maschine. Wer ja, war da überhaupt Feind? Ja, war da. Ah, einfach mal schießen. Ah, die haben eine Edge-Munition, oder? Cool. Ne, was wird heiß gelaufen? Doch keine Edge-Munition. Na gut, dann, ja, verheizt. Gut. Bin ja. Da ist sogar einer. Schlagstolle. Er ist aber totgeschlagen. Mit, ja. Erste Spiel, wo man drei Schläge braucht. Okay, da war ja auch mit dem. Mit was war mit dem Ellbogen oder was? Und wie haut überhaupt? Oh ja, ne, doch, ne, auch doch mit dem Schaft, also im Rücken. Wie beim Schwert, der Griff, also. Ja, im Schaft halt. Endstück vom Gewehr. Damit haut man einen in die Fresse. Ja. Drei Treffer. Ja, okay, erst Spiel, wo ich kenne. Dass man dreimal schlagen muss. Na, okay. Ja. Hier ist immer cool, was sie spielen. Sieht zwar cool aus wegen der Optik, ihr schätzt gerne die Säge. Damit will ich einen Kopf abtrennen. Das habe ich schon nicht. Ich kann die Fenster kaputt machen, hätte ich so nicht gedacht. Oder das Spiel der Welt. Man kann Objektschaden, okay. Hintergrundoptikschaden, was denn ja. So. Okay, wir noch Kacke anbauen. Wo ist denn die Rote überhaupt? Ich, wenn man einmal stirbt, dann ist man irgendwo in irgendeiner Stelle. Was ist denn hier? Ja. Ja, wo sollen das Rote sein? Wo warten die für extra hier? Schließe den Erstgefecht ab. Also, das sind, ja, hier so ein Missionsziel, dafür kriegt man Erfahrungspunkte halt. Ja, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ja, hier ist ja nichts. Chinesische Mauerei. Da, wenn man ja, stehen bleibt, sieht nicht so cool aus. Aber wenn man sich bewegt, dann sieht echt noch cool aus. Ah, ja, stehen bleiben, sieht nach Scheiß aus. Gehen, alles echt. Ah, sieht gut aus. Okay, ja, die haben mich nehmen, ey, was ist denn hier? Da, die schießen schon mal da. Also. Ja, also jetzt ist hier so ein Zeichen. Braun, nicht rot. Ne, oder? Was ist das hier? Muss man da dran gehen, aber. Ah. Artillerie, also einnehmen, also einfach stehen bleiben an der Stelle. So wie es aussieht. Wie interaktiver Modus. Alter, schieße einen Arm, ja. Boah, das ist richtig. Scheiße, viele Angreifer wie möglich aus. Geht nicht so, ja, ist mir klar. Erfolgreiche Eroberung verstärken. Wir müssen die Steuerung des anderen Mitglieds seines Trupps. Du kannst deinen Trupp Befehl erteilen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das online ist oder ob das hier Computergegner sind. Ja, keine Ahnung. Ich kann nicht einfach bei, wenn jemand anderes da im Leben ist, kannst du einfach für den weiterspielen. Also die Position einnehmen, was da gerade stand. Was habe ich denn jetzt hier für Gurken? Oh. Mal, was mit dem nach? Ist da ein Online-Typ? Hm. Ah! Ich glaube nicht, dass es ein Online-Typ war. Hör das! Boah! Habt ihr gesehen, was? Die Granate, die. Rennt ihr durch die Granate durch, ob der Terminator ist, ey. Am Markt. Naja. Gut. So, Formation. Gruppe. Oh, Messer gibt auch fast an den Zahnstocher. Und das. Flash.
Meth. Das. 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 Meth. Das. Das. Ja, dafür bewegen die sich zu gut hier. Also eben der in der Tür stand, weiß ich nicht. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Ah, hier sind das jetzt auch noch Leute, oder ist das Computer, Computergegner, diese... Die sind immer alle haben, oder? Keine Ahnung, ich hab keinen Plan, ey. Naja. So, Befehle kann man noch geben. Soldaten, Auswahlmenü, Ah cool, kann ich hier die Leute wechseln? Termin nach. Ich weiß gar nicht wohin, ey. Oder? So, mal gucken, jetzt bin ich hier. Da. Jetzt bin ich der. Oder? Der ist hinter einem, also nur von dem Trupp. Die sind ja alle in der Nähe, okay. Gut. Ah, jetzt hier noch was. Große Gemetzel. Sind wir auf Gegner, was sind wir? Psst. Turmholz. Hallo? Ist doch gar keiner. Machen die da für einen Aufstand? Na, Leiter kann hochklettern. Weiß nicht, ist der Schießen da? Hinten ist ein Arschloch. Da. Ah, ne, die haben drei auf dem Kopf, also sind Freunde. Ah, da kommt doch, ja, da kommen ihr welche. So. Gut. Das. Ja. Der für mich. Am Markt. Bin direkt nochmal gestorben, aber ich habe gerade hier einen Schluck Bier getrunken, aber ich bin tot, oder was? Ich bin verarscht, Digga. Arschfiger. Oh, ein Arm abgetrennt. Ah ja, sogar Splatter. Ein Arm, oder ist ein Bein, was ist das? Den fehlt ein Fuß. Da liegt ein Arm. Was ist denn? Was hat? Also auch, da fehlt doch eine Hand, ne, oder? Ein Arm, ja. Wo ist der Fuß? Gibt der Fuß her. Hä? Na cool, jetzt sieht man sogar die Füße. Yes. Naja, kann man sogar die Arme kaputt machen, wahrscheinlich, ja, die explodieren noch, aber wahrscheinlich eh nur, wenn man eine Granate oder sowas schmeißt. Geht auch auf den Weg, ihr Wichser ist. Ja, wo kommen denn hier Gegner her? Ja, vor der Flinte kommen sie her. Ja. Klasse wird die. D-Day, den konntest du noch in keinem Spiel, den konntest du noch nie leiden, der Level. Ja, wenn ist denn die Scheiße hier mal erledigt, ey. Wie viel brauchen wir denn hier zu gewinnen, ey? Gegnerische Team. Dein Team, ja, hat eigentlich, gut Punkte oder was? Ja. Ja. Komm, ich würde mal gerne einen anderen Level sehen. Ich kann jetzt hier nicht abhauen. Oh doch. Muss doch mal irgendwann hier erledigt sein, der Shit. Das ist doch nicht normal, Alter. Habe ich nur so Pech oder? Na gut, ich bin andere Ego-Shooter letzte Zeit am Spielen, deswegen. Ein Kriegs-Ego-Shooter da ist und gerade so meins. Lieber Schinkönig Flor und alles abmetzeln. Na, ist eh nur, weil hier zu wenig Blut drin ist, deswegen verkacke ich die ganze Zeit. Da, kann ich hier mit dem Ding fahren? Ja, aber ausprobieren geht auch nicht. Nicht. Es ist nichts gegen Teil.
So, ist mir egal, schmeißt hier mal ein anderes Level, ey. Da ist mir zu shit so hier. Kann ich auch ein anderes Level machen. Ja, kann ich nicht abhauen, geht gar nicht. Tja, ich komme wieder raus, oder was? Ah, ist noch ein Shit. Mal fucking Kack. Wie Ziele, das ist mir egal. Kann man halt mal hier aus der Scheiße hier raus abhauen. So, ich wollte noch jetzt mal was ausprobieren. Scheiße da. Am Markt. Ja, man kommt hier gar nicht mehr raus, ey. Tja, was soll ich machen? Toll, ey. Ganz toll. Was hier oben? Drei Dinge sind erledigt. Müssen eben noch zwei. Was haben wir hier? Was war das? Maus-Symbol als Zeichen. Okay, gut. Na, ist eh der coolste Typ von allen. Einzigste Typ, der cool ist. Oh, was ist denn jetzt los? Na. Ja. Gar nichts mehr zu sagen. Ja, guck mal, weil man da nicht abhauen kann. Während dem gefälscht beschissen Vieh. Er doch jetzt. So. Jetzt mal. Ja. So, selbst mal. So, alles klar. So, das war doch wert, ey. Da muss man hier Start länger gedrückt halten. Dann kommt man hier zu irgendwelchen Menüs. Gewalterstellung ein, ja, kann ruhig höher sein. Gut, ja, richtig viel mehr ein. Gewalterstellung, ja. Das wird wohl sein, dass Körperteile abgetrennt sind halt. Naja. Ja, cool. So, Start gedrückt halten, ja, alles klar. Was Punkte? Manny Platz 8, ja, jetzt Platz 9. Ich will mal hier gucken, ey. Kampagne ist, aber direkt hier Halligalli, ey. Naja. So, ich will mal gucken, was man machen kann. Hier, wie man auch sieht, hier Start ist kein Pause. Also, man hat ja gesehen, hier die Leute laufen weiter. Gell, okay, also. Spieler an Spieler sitzen, ja, ist doch wohl online, okay. Ja, gut. Ja. So. Schaut es wieder aus, ja. Verteidigen die strategischen Zonen. Und wenn nicht, muss man Sachen erobern, alles klar. Ja. Ah, oh, guck mal hier, Steuerung als Zuschauer. Hauptmenü. Könnte man ein bisschen was verstellen, mit manche Sachen schneller sind. Hier, Vibration, ey, aus. Da. Stimmt das jetzt überhaupt? Da. Ja. Squad doppeltippen. Fahrzeuge, hier auch viel zu machen. Ah, hier Fahrzeuge. Kann alles sein. Fahrzeug sitzt hier. Okay. Flugzeuge, was wie sonst ist. Wiederbeleben, ha? Andere sich selber. Über ein Interface, okay? Die Zuschauer. Okay, gut. Naja. Ja, jetzt weiß ich auch, wie man hier aus dem Level rauskommt. Ja. Ich wollte noch einen anderen Level noch zeigen. Ich weiß nicht, wie lange die noch brauchen, hier für den Level hier zu packen. Ey. Das ist doof. Ist mir egal.
Bäckerei. Damals lang. Bin ich hier von der Behindertentruppe hier. Da! So, dann krieg mir jetzt Nachrichten. Da. Bummelbe. Bumblebee. Alles klar. Bummelbe. Ja. So, ja, kriegt man doch noch Erfahrungspunkte, für das man auch abgehauen ist. Ah, okay. Ja. Was man damit machen kann, weiß ich nicht. Und ja, kriegt man hier neues Kampagnenlevel erreicht. Ja, halt viel zu nachgucken, wie bei Call of Duty hoch. Man kann man hier wohl ja, Panzer kaufen. Kann man eigentlich schon. Müsste man eigentlich sowieso schon haben, die erhalten. Ja, mit neuen Truppe halt, naja, hoffentlich coolere. So, Trupps verwalten, okay. Das kann komplette Kampfdrücke automatisch auffüllen. Was? Dann mach was willst. Ja. Ja. Also sollten wir auch hier von Anfang an noch Trophäen, ja, die sind recht, naja, 2, 3, 4 sind wohl ziemlich einfach, aber der Rest liegt bei 1% oder so, also schon schwieriger. Am besten lässt man dann auch hier die Truppe, die man schon hat. Welche hat sie überhaupt? Keine Ahnung, schon mal. Jetzt kommen die Nachrichten die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten. Naja. Da, hol die Leute. Da. Naja, gut, guck ich gleich mal hier, wo man andere Level noch findet. So, ich mache jetzt mal hier mal die scheiß Gruppe da aus, ey, wo die ganze Zeit die Nachricht kommt, das nervt mich, deswegen, so, ist das hier Part 1 oder was, so. Ja, auf jeden Fall cooles Spiel, Daumen, ja, was heißt Daumen hoch, ja, geht mittelmäßig bis nach oben. So, ja, guck, dass ich euch mal ein anderes Level noch zeig. Ja, bis dann.